Alle Unternehmen versuchen, die Kosten zu senken und den Gewinn zu maximieren. Deshalb zahlen sie ihren Angestellten immer so wenig wie möglich und beuten sie so stark aus, wie sie nur können. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt sowas schon tausendmal gehört und vielleicht denkt ihr das sogar selbst. Aber was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass diese scheinbare Binsenweisheit überhaupt nicht stimmt? Oder zumindest, dass sie sich in dem Sinne irrt, dass Unternehmen nicht immer versuchen, ihren Beschäftigten so wenig wie möglich zu zahlen. Und nein, es stimmt auch nicht, dass niedrige Löhne für Arbeitnehmer zwangsläufig zu höheren Gewinnen für Arbeitgeber führen. In diesem Video erzählen wir euch vom Fall eines Unternehmens, das die Art und Weise, wie wir den Arbeitsmarkt verstehen, revolutioniert hat. Wir sprechen von einem Unternehmen, das von einem Jahr auf das andere plötzlich die Gehälter seiner Beschäftigten verdoppelt hat und das, anders als alle erwartet haben, dadurch seine Gewinne nicht nur nicht verringert, sondern sogar erhöht hat. Wir werden euch die Gründe erklären, die zu diesem Ergebnis geführt haben und vor allem, warum es trotzdem noch Unternehmen gibt, die niedrige Löhne zahlen. Also schnallt euch an, es geht sofort los! Vor 120 Jahren, im Detroit des Jahres 1903, erkannte eine Gruppe von 11 Geschäftsleuten, dass sich in der Welt der Technologie etwas ändern würde. Ein Deutscher namens Karl Benz hatte eine Zeit lang eine Kutsche entwickelt und vermarktet, die ohne Pferde auskam. Eine Kutsche, die von einem Benzinmotor angetrieben wurde und in Deutschland offenbar recht erfolgreich war. Bei dieser Kutsche handelt es sich natürlich um das erste Automobil der Weltgeschichte. Ohne auch nur ein bisschen Zeit zu verlieren, beschloss unsere Gruppe von Unternehmern, den Erfolg von Benz zu imitieren und $28.000 aufzubringen, um ihre eigene Autofabrik zu gründen. Um eine ganze Fabrik zu gründen, reicht es natürlich nicht aus, einfach nur Geld zu haben. Sie brauchten auch jemanden mit Fachkompetenz, der wusste, wovon er sprach. Jemanden, der das Projekt leiten konnte und der auch Erfahrung als Unternehmer hatte. Glücklicherweise gab es in dieser Gruppe von 11 Personen bereits jemanden mit diesem Profil. Er war sogar der Anführer und Hauptinvestor. Es handelte sich um einen Mann, der bereits 2 andere Unternehmen gegründet hatte, um Autos zu entwickeln. Diese hat er aber nicht weitergeführt, weil er sich mehr auf das Design als auf den Verkauf konzentrierte. Diesmal hatte er jedoch bereits das perfekte Auto und war bereit, es auf den Markt zu bringen. Na, wollt ihr wissen, über wen wir hier reden? Nun, meine lieben Visual Economic Zuschauer, wir sprechen über keinen geringeren als Henry Ford und das Automobilunternehmen, das seinen Namen trägt, die Ford Motor Company. Und ja, ich weiß, dass wenn Henry Ford in den Geschichtsbüchern erwähnt wird, dann hauptsächlich wegen seiner Rolle bei der Entwicklung der Fließbandproduktion. Aber lasst mich euch verraten, dass dies in seiner großen Fabrik nicht immer der Fall war. Bis 1908 hatte Ford eher so etwas wie ein Zentrum für unabhängige Handwerker als eine integrierte Fabrik, wie wir sie uns heute vorstellen. Damit ihr euch ein Bild machen könnt, das Unternehmen hatte in seinen Anfängen gerade mal 450 Beschäftigte, von denen 2/3 hochqualifizierte Meister waren, die nach ihren eigenen Standards und Arbeitsmethoden arbeiteten. Ein bisschen chaotisch, findet ihr nicht? Aber dieses Arbeitssystem ergab durchaus Sinn, denn im Gegensatz zu dem, was man vermuten könnte, baute Ford keine Autos von Grund auf, sondern montierte sie nur zusammen. Jeden Tag kamen verschiedene Teile von nahegelegenen Herstellern in der Fabrik an, die die Handwerker formen, bearbeiten und dann zusammenfügen mussten, um jedes Auto zu bauen. Dabei konnte es sich bei jedem Exemplar übrigens um ein vollkommen anderes Modell handeln. Und genau hier liegt der Schlüssel, der alles veränderte. Obwohl die Fabrik relativ gut funktionierte und Gewinn abwarf, stand Henry Fords Philosophie gegen diese Art der Produktion, unter anderem, weil er sie für ineffizient hielt. Also beschloss er, sie komplett zu ändern. Aber was war denn seine Philosophie, werdet ihr euch sicher fragen. Nun, aufgepasst! Man muss ein Auto wie das andere bauen, sie alle identisch herstellen, so wie aus der Stecknadelfabrik eine Stecknadel wie jede andere kommt und aus der Streichholzfabrik ein Streichholz wie jedes andere Streichholz. Als Ergebnis dieses Industrieverständnisses fand zwischen 1908 und 1914 ein radikaler Umstrukturierungsprozess in der Ford-Fabrik statt, der mit der Produktion eines einzigen Automodells, dem kultigen Ford Model T, enden sollte. Der große Vorteil dieser Änderung war, dass Ford nun immer wieder Teile bei seinen Zulieferern bestellen konnte, die für jedes Fahrzeug gleich waren. Die Teile hatten die gleiche Größe, die gleiche Form, das gleiche Material und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, von nun an brauchte Ford keine erfahrenen Handwerker mehr, um die Teile einzeln zu formen, sondern Arbeiter, die sie einfach zusammensetzten, was nicht nur viel schneller ging, sondern auch nach einem kurzen Anlernen von fast jedem gemacht werden konnte. Die Auswirkungen dieser Umstrukturierung waren so extrem, dass die Ford-Fabrik von
von 450 Beschäftigten im Jahr 1908 auf 13.623 Beschäftigte im Jahr 1913 wuchs. Und passt gut auf, denn jetzt kommt der wichtigste Teil. Von diesen 13.623 Beschäftigten handelte es sich bei 75% um Ausländer ohne Ausbildung oder Qualifikation. Ford war nicht mehr ein Zentrum für unabhängige Handwerker, sondern eine riesige Fabrik voller Arbeiter, die wie ein Uhrwerk arbeiteten und sehr einfache und spezialisierte Schritte befolgen, die auch in einer Fertigungsstraße nacheinander ausgeführt wurden. Und so wurde das berühmte Fließband von Henry Ford geboren. Wie viele von euch bereits wissen, waren die Ergebnisse dieser Montagelinie beeindruckend. Die Fabrik brauchte nicht mehr 12 Stunden, um ein Auto herzustellen, sondern nur 93 Minuten. Die jährlichen Gewinne übertrafen mehr als 130% des Anlagenwertes und bei 96 von 100 verkauften Autos handelt es sich um Ford Model T's. Was übrigens nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass der Ford T im Jahr 1915 nur $490 kostete, während der Cadillac Type 51, einer seiner Konkurrenten, viermal so viel kostete, $1.975. Aber Fords Revolution hatte noch einen letzten Schritt vor sich. Und dieser, heute nur wenig bekannte, war der entscheidende Schritt, der die Produktivität des Unternehmens in die Höhe schnellen ließ und die Wirtschaftstheorie für immer verändern sollte. Bevor ich euch jedoch verrate, was genau dieser Schritt war, möchte ich euch noch ein ganz besonderes Spiel vorstellen, das sicher euren Spielspaß in die Höhe schnellen lässt. Wenn ihr nämlich auf der Suche nach der umfangreichsten Fahrzeugkampfsimulation seid, die jemals entwickelt wurde, dann seid ihr nun endlich beim Spiel eurer Träume angekommen. Ganz genau, War Thunder ist einfach nur ein Traum für jeden Simulationsfreak. Es kombiniert Flug-, Schiffs-, Hubschrauber- und Panzersimulationen in einem Free-to-Play Massively Multiplayer Online-Game. Stellt euch vor, über 2000 Panzer, Flugzeugtypen, Hubschrauber und Schiffe stehen euch zur Verfügung. Und das Beste daran, ihr könnt es sofort kostenlos auf PC, Xbox Series X und S und PlayStation 5 oder älteren Konsolen spielen. Was mir an diesem Spiel besonders gefällt, ist die Liebe zum Detail. Jedes einzelne Fahrzeug ist super detailliert modelliert, um einem realistischen Kampferlebnis möglichst nahe zu kommen. Ihr könnt in dynamischen, waffenübergreifenden PvP-Schlachten antreten, die wirklich atemberaubend sind. Ein weiteres Highlight ist die breite Palette an Fahrzeugen, die mehr als 100 Jahre der Waffengeschichte abdecken. Von klassischen Panzern der 1920er Jahre bis zu modernen Kampfjets, War Thunder hat sie wirklich alle. Und wenn es um den Spielstil geht, bietet War Thunder wirklich für jeden etwas. Sucht ihr ein schnelles, actiongeladenes Spiel oder eher Realismus und Taktik? Kein Problem, hier findet ihr wirklich beides. Und zwar in 4K-Auflösung und die Soundeffekte sind so authentisch, dass man sich wirklich wie im Kampf fühlt. Ein weiteres cooles Feature ist das detaillierte Schadensmodell. Es gibt keine generischen Trefferpunkte. Stattdessen erleidet jedes Fahrzeug und sogar die Besatzung realen, detaillierten Schaden, den ihr im Damage-X-Ray genau verfolgen könnt. Mein persönlicher Favorit ist die kombinierte Gefechtsführung mit Luft-, Boden- und Seefahrzeugen. Die Schlachten werden dadurch unglaublich dynamisch und strategisch und jeder Fahrzeugtyp spielt eine wichtige Rolle im Gesamtergebnis. Das tiefgreifende Anpassungssystem ist ebenfalls beeindruckend. Ihr könnt eure Fahrzeuge mit hunderten von Tarnungen, historischen Markierungen und 3D-Dekorationen wie Büschen und Ausrüstung individualisieren. Und jetzt kommt der Clou. Wenn ihr euch über den Link in der Videobeschreibung registriert, erhaltet ihr ein großes kostenloses Bonuspaket, das mehrere Premium-Fahrzeuge, ein Premium-Konto, Booster und vieles mehr enthält. Also, worauf wartet ihr noch? Klickt auf den Link und stürzt euch in den Kampf. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Und nun lasst uns das große Erfolgsgeheimnis der Ford'schen Produktivitätsrevolution enthüllen. Aufgepasst! Mehr Geld für alle! Ende 1913, als das Fließband bei Ford auf Hochtouren lief, erreichte die Fabrikarbeiter eine großartige Nachricht. Ab dem 1. Januar 1914 hatten die Arbeitnehmer Anspruch auf eine Lohnerhöhung. Aber Achtung, es handelte sich nicht um eine kleine Aufbesserung, ganz und gar nicht. Dieser Aufschlag erhöhte den Arbeitslohn pro Tag von $2.34 auf $5. Ja, das habt ihr richtig gehört. Henry Ford hat den Lohn seiner Arbeiter fast über Nacht mehr als verdoppelt. Und ja, wahrscheinlich denken viele von euch jetzt, komm schon, das ist doch nicht dein Ernst, ein mickriges Gehalt von $2 auf $5 zu verdoppeln? Das kann man ja wohl kaum als große Wohltat verkaufen, oder? Nun, um das Ganze ins rechte Licht zu rücken, muss man die Zahlen auf den heutigen Wert umrechnen. Also tun wir das. In heutigen Zahlen bedeutet es, dass das Monatsgehalt eines Arbeiters von gut $1.800 auf fast $3.890 steigen würde. Könnt ihr euch vorstellen, dass so etwas heute in einem Unternehmen passiert?
Das Kuriose daran ist, dass allein diese eine Maßnahme des Unternehmens 10 Millionen Dollar gekostet hat, was etwa 50% der für jedes Jahr prognostizierten Gewinne entsprach. Und natürlich stellt sich die Frage, wie es überhaupt möglich war, dass die Ford-Aktionäre bereit waren, auf die Hälfte ihres Gewinnes zu verzichten, nur um eine so große Lohnerhöhung durchzusetzen. Sind sie plötzlich zu Super-Altruisten geworden und haben aufgehört, ihre eigenen Interessen zu verfolgen? Nun, die kurze Antwort darauf ist nein. Zumindest zeigen uns das nicht die Daten. Die Ford-Aktionäre haben durch die Lohnerhöhung nicht nur keinen einzigen Dollar verloren. Nein. Sie haben sogar noch mehr Geld verdient. Konkret gelang es Ford, seine Autoproduktion um 2000 Einheiten zu steigern, seine Gewinne um 15% zu erhöhen und die Produktivität der Belegschaft um bis zu 70% zu steigern. Und das in einem Umfeld, in dem die Verkaufspreise für Autos ständig sanken. Ihr glaubt mir nicht? Werft mal einen Blick auf diese Grafik. Überrascht? Naja, aber die Zahlen lügen eben nicht. Die große Preisfrage lautet deswegen, wie ist es nur möglich, dass ein Unternehmen durch eine derart übertriebene Erhöhung der Löhne die daraus entstehenden Kosten decken und obendrein noch mehr Geld verdienen kann? Welchen Grund hatte Ford das zu tun? Wusste er etwas, was andere nicht wussten? Und lässt sich das auf alle Unternehmen anwenden und auf jede Situation? Genau das nehmen wir jetzt näher unter die Lupe. Der Effizienzlohn. Ein erster Grund, warum wir denken könnten, dass Ford die Löhne erhöht hat, ist, dass das Unternehmen nicht genug Arbeiter hatte. Ohne ausreichend hohe Löhne könnte es nicht genügend Facharbeiter anziehen und dann so viele Autos produzieren, um die Nachfrage zu befriedigen. Tja, das ist aber falsch. Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein. 1914 wurde Detroit von einer großen Krise heimgesucht. Die Zahl der Arbeitslosen verdoppelte sich und offen gesagt hätte praktisch jeder Arbeitslose einen Job in der Ford-Fabrik zu einem Lohn von unter 2 Dollar pro Stunde angenommen. Ihr seht also, dass ein Mangel an Arbeitskräften nichts damit zu tun hatte. Aber seht euch mal folgende Fakten an. Allein im Jahr 1913 verließen 50.448 Arbeiter ihren Arbeitsplatz in der Ford-Fabrik. Und falls ihr gut aufgepasst habt, konntet ihr merken, dass irgendwas nicht stimmen kann. Wie ist es möglich, dass mehr als 50.000 Menschen gekündigt haben oder entlassen wurden, wenn ich doch vorhin gesagt habe, dass es in diesem Jahr nur etwa 13.000 Arbeiter in der Fabrik gab? Nun, das ist durchaus möglich und man nennt es Jobrotation. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Arbeit in der Ford-Fabrik so hart und anstrengend war, dass die meisten Arbeiter nach 3 Monaten aufhören mussten. Ein und dieselbe Stelle musste das ganze Jahr über von 4 verschiedenen Personen besetzt werden, was, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, eine Menge Probleme verursachte. Hier nur mal die 4 größten. Erstens, jedes Mal, wenn ein neuer Arbeiter kam, musste er seine Arbeit von Grund auf lernen, was den Produktionsprozess natürlich verlangsamte. Zweitens, bevor sie kündigten, kamen viele Beschäftigte nicht mehr zur Arbeit und informierten die Fabrik nicht rechtzeitig, damit sie einen Ersatz finden konnte. Allein dadurch entstanden Lücken von mehreren Tagen, ohne dass die Fabrik von der Kündigung überhaupt wusste. Drittens, weil die Vorarbeiter nicht genau wussten, wie viele oder welche Arbeiter ihnen zur Verfügung standen, gab es in vielen Fällen suboptimal eingesetzte Leute, die unnötige Aufgaben erledigten. Und viertens, da die meisten Arbeiter ihren Arbeitsplatz unzufrieden verließen, übten sie Sabotage oder arbeiteten nur mit halber Kraft. Kurz gesagt, das war ein sehr, sehr ernstes Problem für Ford. Und glaubt ihr, dass die Lohnerhöhung dieses Problem lösen konnte? Nun ja, in der Tat, sie konnte es. Und zwar mit Bravour. Die Fluktuationsrate sank drastisch von 370% im Jahr 1913 auf nur noch 16% im Jahr 1915. Aber warte, denn das war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ganz genau, es war nicht das einzige Problem, das durch diese abrupte Lohnerhöhung gelöst werden konnte. Henry Ford hat mal gesagt, wenn der Kehrer mit dem Herzen bei der Sache ist, kann er uns 5 Dollar pro Tag sparen, indem er kleine Werkzeuge aufhebt, anstatt sie nur zusammenzufegen. Motivation, Einsatz und Engagement für das Unternehmen spielten bei dieser Geschichte eine wesentliche Rolle. Nach der Einführung der neuen Löhne sank die Fehlzeitenquote von 10 auf 2,5%. Der Krankenstand ging um 90% zurück und mehrere anekdotische Geschichten aus der Fabrik stützen die These, dass die Motivation der Beschäftigten in die Höhe schoss. Tja, so weit, so gut. Doch in diesem Video müssen wir trotzdem eine Frage noch beantworten. Warum machen es nicht alle Unternehmen so wie Henry Ford und bezahlen ihren Mitarbeitern mehr, um die Produktivität zu steigern? Nun, hört jetzt gut zu, denn ganz so einfach ist es leider nicht. Ein Übel für die meisten, ein Segen für einige wenige.
Der erste Grund, warum nicht alle Unternehmen einfach Henry Fords Hochlohnmodell anwenden, ist, dass nicht alle die gleichen Probleme haben, die die Ford Motor Company damals hatte. Das heißt, selbst wenn ein Unternehmen relativ niedrige Löhne zahlt, leidet es nicht zwangsläufig unter einer hohen Fluktuationsrate der Arbeitskräfte. Und selbst wenn dies der Fall ist, wirkt es sich nicht überall so stark aus wie bei Ford am Fließband. Der zweite Grund ist, dass die Unternehmen bestimmte Kontrollmechanismen für ihre Beschäftigten brauchen. Als Ford die Löhne anhob, stiegen die Kosten für einen unterbeschäftigten Mitarbeiter. Wenn ich euch mehr zahle und ihr weniger arbeitet, verliere ich mehr Geld. Deshalb wurde zwischen 1913 und 15 die Zahl der Aufseher in der Fabrik von einem pro 25 Arbeiter auf einen pro 15 Arbeiter erhöht. An einem Fließband ist so etwas sehr einfach zu bewerkstelligen, aber bei weniger mechanischen und komplizierten Arbeiten wird die Sache mit der Bewertung des Personals etwas knifflig. Deswegen ziehen es viele Unternehmen vor, das Risiko, auf diese Art Geld zu verlieren, einfach zu vermeiden. Sie verzichten eventuell auf eine Chance mehr zu verdienen, aber das ist es ihnen wert. Ein weiterer Grund und vielleicht der wichtigste von allen ist, dass es sich nicht jeder leisten kann, hohe Gehälter zu zahlen. Und was wir damit meinen, ist mehr zu bezahlen als das, was in der Wirtschaft als Effizienzlohn bezeichnet wird. Denn wenn die Maßnahme von Ford erfolgreich war, dann deshalb, weil niemand außer Ford 5 Dollar pro Tag zahlte. Wenn diese Lohnerhöhung es schaffte, die Fluktuation zu senken und die Arbeitsleistung der Beschäftigten zu erhöhen, dann deshalb, weil die Arbeiter wussten, dass sie keinen besseren Lohn finden würden, als den, der Ford ihnen anbot. Also nicht einfach bloß deswegen, weil es ein sehr hoher Lohn war, sondern weil es ein einzigartig hoher Lohn war, den niemand sonst zahlte. Wenn also alle Unternehmen enorme Lohnerhöhungen anbieten würden, würden die Effekte der Arbeitsplatzbindung, die letztlich die Fluktuation senken und die Leistung verbessern, verschwinden. Dies könnte dann dazu führen, dass Unternehmen miteinander konkurrieren, um zu sehen, wer die höchsten Löhne anbietet, und nur die wettbewerbsfähigsten Unternehmen wären in der Lage, das Modell von Ford zu kopieren. Hinzu kommt, dass Ford in einer schnell wachsenden Branche tätig war. Mit anderen Worten, seine größten Probleme waren nicht die Kosten oder die Produktivität, sondern die Steigerung der Produktion in möglichst kurzer Zeit bei gleichbleibender Effizienz. In der Tat ist es in vielen schnell wachsenden Branchen üblich, höhere Löhne zu zahlen. Tja, auf jeden Fall möchte ich euch, mein lieben Visualpolitik-Zuschauer, jetzt folgende Frage stellen. Wenn ihr ein Unternehmen hättet, würdet ihr das Modell von Ford anwenden? Würdet ihr euren Beschäftigten mehr oder weniger zahlen als alle anderen Unternehmen der Branche? Welche anderen Gründe für Effizienzlöhne fallen euch ein, die wir noch nicht erklärt haben? Und wusstet ihr eigentlich, dass Henry Ford gar nicht der Erfinder des Fließbands war? Versucht doch mal herauszufinden, welches andere Unternehmen es als erstes eingeführt hat, und schreibt uns die Antwort in die Kommentare. Wie immer sind wir auf eure Beiträge und Diskussionen zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und diskutiert es mit ihnen. Vergesst bitte auch nicht das Abo mit Glöckchen, um keines unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Und vor allem vergesst bitte auch nicht War Thunder, die komplexe Flug-, Schiffs-, Hubschrauber- und Panzer-Multiplayer-Simulation unseres Sponsors kostenlos auszuprobieren. Wenn euch packende und komplexe Schlachten mit einer riesigen Auswahl historischer wie moderner Fahrzeuge gefallen, solltet ihr es unbedingt über den Link in der Beschreibung unter dem Video anspielen. Und damit auch gleich das exklusive Bonus-Pack einstreichen, das wir für euch reserviert haben. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit der uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis bald!